Letztes Mal haben wir uns Apache Camel angesehen und dieses Mal werfen wir einen Blick auf das Talent Open Studio und den Talent ESB, den Talent Enterprise Service Bus, der auch auf Apache Camel basiert. Ja, hier sehen wir wieder unser EIP-Diagramm, unser Szenario, das wir nachbauen möchten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Umsetzung mit Talent aussieht. Ihr seht jetzt hier oben, dieses Szenario als Talent-Route. Hier vorne beginnt das Ganze mit dem HTTP-Listener. Wir hier unten, wir haben eine JSON-to-XML-Umformung. Wir setzen ein paar Header. Wir rufen die Open-Weather-Map auf. Ja, und haben hier nochmal eine XSLT-Transformation. Auch unseren Router erkennen wir hier gut wieder. Und das Einsortieren in die einzelnen Message-Queues und das Zurückgeben der der Ergebnisnachrichten oder Rückmeldungen. Beim Talent sehen wir jetzt keine Spur zurück, kein Pfeil zurück, da Talent hier auf Camel basiert und das Ganze zum Schluss implizit basiert, zurückgegeben wird. Also deswegen hier sehen wir hier keinen Pfeil zurück zu diesem Listener. Ja, bevor wir hier in die Details gehen, möchte ich das Ganze mal laufen lassen. Ich gehe jetzt hier unten in der Ansicht Starte Job und werde diese mal hier mal ausführen. Und es dauert nur einen Augenblick, dann hat er das Ganze übersetzt und hier in 0,6 Sekunden gestartet. Ich wechsle jetzt wieder in mein Postman-Plugin im Chrome, mein REST-Client, mit dem ich jetzt einen HTTP-Request absetze. Ich habe hier wieder den JSON-Dokument und ich schicke es hier an diese Adresse als Post. Ja, das mache ich hier mal wieder mit Thomas und Singapur und ich kriege eine Meldung zurück, Enjoy the Sun. Ja, dann schaue ich mal, was im Message Broker angekommen ist. Ich gehe hier in die Übersicht meiner Queues, sehe, dass es hier eine Beach Queue gibt, in der eine Nachricht drin ist und diese Nachricht, das ist dann auch die aufbereitete Nachricht mit Singapur und schattigen 25,8 Grad. So, nochmal das Gleiche. Ich nehme jetzt hier mal Bonn. Guck mal, wie es da aussieht. You go skiing. Schau mal rein und in die Queues. Sehe meine Ski Queue und dort ist entsprechend die Nachricht drin. Ich gehe jetzt zurück zum Talent Studio. Und sehe hier oben schon mal eine Ansicht. Die sieht aus wie die Betriebsansicht, aber wir sind hier immer noch im Entwicklungsmodus. Trotzdem zeigt er mal an, zwei Zeilen sind hier durchgekommen, in welcher Zeit. Und wenn ich jetzt hier weiter nach rechts gehe, dann sehe ich, aha, immer noch zwei Zeilen bis zu unserem Message-Router. Und da sehe ich ganz genau, eine ist in die Beach Queue gegangen und eine ist eine Ski-Queue gegangen. Also das gefällt mir unheimlich gut, dass ich hier beim Entwickeln testen kann. Ich kann gucken, welchen Weg die Route nimmt. Also das ist toll gemacht und auch diese Ansicht, das macht richtig Spaß, das zusammenzusetzen. Allerdings sieht es wahrscheinlich jetzt noch leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Wir schauen uns jetzt mal die Details an. Okay, ich beginne mal vorne mit dem HTTP Listener. Und wenn ich hier unten auf Komponente drücke, kann ich den konfigurieren und dann sehe ich, hier ist eine URL hinterlegt, auf der er lauschen soll. So, dann geht es weiter mit einer Sache hier, JSON to XML. JSON to XML sieht jetzt so einfach aus, dass er JSON nach XML umwandelt. Und aber wenn ich hier reingucke, diese Komponente, das ist ein C-Talent-Job. Also wir rufen jetzt hier einen Job auf und damit wechseln wir im Talent, ich sag mal, zu einem ganz anderen Paradigma. Hier sind wir im Camel-basierten ESB und ich rufe jetzt eine Funktion auf, die liegt im Camel ETL-Tool, Extract, Transform, Load oder normale Talent Studio. Ich habe das probiert, diese Funktion umzusetzen mit Camel-Mitteln oder mit Talent-ESB-Mitteln. Ich habe da nichts gefunden. Ich habe mich an Talent da gewandt.
dass sie Angebote haben, ja, mir Fragen zu beantworten. Und allerdings auf diese Frage, wie man das mit Talentmitteln oder mit Talent-ESB-Mitteln macht, haben sie mich verwiesen, ich soll mal eine Anfrage an die Mailingliste setzen. Das könnte ich mal tun, aber wie gesagt, das wird tüftlich. Es sieht so aus, wie wenn wir hier nichts dafür hätten. Und deswegen muss ich jetzt hier mal umschalten. Es gibt hier, ja, da sieht man, dass das Ganze Eclipse-basiert ist, das Studio. Zwei Ansichten, die Ansicht zur Mediation und die Ansicht zur Integration. Und wenn ich zur Integration gehe, dann komme ich jetzt auf eine andere Perspektive. Und ich kann mir hier jetzt zum Beispiel auch die Jobs anschauen. Und da gibt es jetzt einen Job, den wir eingesetzt haben, JSON to XML. Und dieser Job, der ist jetzt zusammengebaut mit verschiedenen Talent-Komponenten. Zum einen ist es jetzt der Input, der aus der Route kommt und ein Output, der wieder zur Route zurückfließt. Und außer zwei Log-Komponenten habe ich hier eine Komponente drin, die mir JSON-Felder extrahiert. Also ich mache keine JSON-to-XML-Umwandlung direkt, sondern hol mir jetzt einfach zwei Variablen City und Name aus dem JSON raus. Das geht mit der Komponente ganz gut. Überhaupt kann man ziemlich komfortabel mit diesem Talent hier arbeiten. Man hat eine unheimlich große Zahl von Konnektoren. Ihr seht es hier bei Datenqualität, bei Datenbanken. Da ist eine riesige Menge dabei. Auch exotischere Datenbanken, auch sowas wie ein LDAP-Server, eine AS400. Beim Business haben wir jede Menge an Software, an Alfresco Content Management System Adapter, an SAP Adapter und. Wir haben Big Data, wir haben Datei-Konnektoren, Internet. Also es ist hier unheimlich viel da, wesentlich mehr als im Talent ESB. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich immer an dem Produkt, wobei die Produkte gar nicht mal so strikt voneinander getrennt sind. Und in dem habe ich jetzt das erledigt, JSON nach XML umzuwandeln, weil es hier anscheinend nicht ohne weiteres möglich ist oder nur mit einem Trick möglich ist im Talent ESB. Ja, dann kommt der Aufruf zurück und da muss ich hier wieder, Entschuldigung, da muss ich hier wieder zum Trick greifen, und zwar um die Open Weather Map aufzurufen. Das kann ich nicht direkt die URL zusammenbauen und hier einfach die City angeben, sondern ich muss mir jetzt eine URL, ja, zusammenbauen und die verwenden, und das mache ich hier mit SetUriHeader. Da wird eine URI aufgebaut, die genau dieses Format hat. Und da setze ich jetzt eine Variable rein, die ich vorher aus dem JSON geholt habe, Header City. Und mit diesem Trick kann ich dann hier mit einer Recipient List, das ist eigentlich nicht die Komponente, die dafür normalerweise eingesetzt wird, den Dienst aufrufen, und dieser Ausdruck wird dann einfach ignoriert und es wird ein Header-Feld genommen, den ich hier gesetzt habe. Genauso kann ich es auch im Camel machen. Allerdings, um diesen Trick hier hinzukriegen, brauche ich schon relativ viel Camel-Wissen und ich muss es im Internet suchen. Also das ist eigentlich nicht direkt mit den Mitteln des Talent ESBs gemacht, sondern mit dem Trick und richtig Low-Level-Camel-Entwicklung. Auch hier, wenn ich in den Log gucke, mit der Log-Ausgabe, da sehe ich ganz genau, dass hier Camel dabei ist. Ich gebe hier eine Meldung aus und hier in Camel oder ich nehme jetzt hier so einen String, der mir den Header-Name wants to go to Header City ausgibt, wie wir das auch in der Camel-Route haben. Und das ist ein String, der hier so eine eingebettete Sprache, die Simple Language, verwendet. Überhaupt muss ich immer ziemlich gut wissen, auch hier bei so einer Zuweisung, was ich hier eingebe in den einzelnen Formularfeldern. Ihr seht hier zum Beispiel, dass hier Hochkomma drin sind. Wenn ich keine Hochkomma reinsetze, dann würde hier ein Variablename verwenden und ich muss dann ganz genau wissen, was Talent im Hintergrund kompiliert und was er aus meiner Eingabe macht. Überhaupt war ich nur in der Lage, diese Route zusammenzubauen, weil es in Talent hier diese Code-Ansicht gibt, in die ich mal reingehen möchte. Und was ihr dann seht in dieser Code-Ansicht, das ist generiert aus der Route, die grafisch zusammengebaut wurde. Und dann seht ihr hier eine Camel-Route,
die so ähnlich aussieht wie die Camel-Route, die wir uns in der letzten Folge angeguckt haben, from Hilfsfunktion, HTTP, mit einer Routen-ID, mit Setheader und so weiter. Und hier geht es zur Recipient-List. Hier setzt dann Header über ein XPath. Es ist natürlich nicht so schön zu lesen, wie wenn ich das selber geschrieben habe. Und er generiert mir ja noch jede Menge Code dazu außenrum. Und wenn es jetzt zu einem Fehler kommt, dann muss ich, ja, machen wir das doch mal. Ich zeige mal, was hier passiert. Also, nehmen wir mal an, ihr habt im Designer irgendwo hier was eingegeben und sagt, okay, ich möchte hier vielleicht noch was mappen und gibt hier einen Namen an und sagt, ich möchte vielleicht hier auf den Header City zugreifen. So, und ich nehme hier die Simple Language oder eine Groovy. Wir haben hier dieselben Sprachen, die wir einbetten können wie bei Camel. Ich nehme mal die Simple Language, okay. So, und speichere das ab. Und jetzt müsste er mir eigentlich hier schon einen Fehler ausgeben. Ich breche hier nochmal den laufenden Betrieb ab. Und mach mal ausführen. Yep. Und dann kommt hier die Fehlermeldung. CD cannot be resolved to a variable. Und wenn ich wissen möchte, wieso nicht und oder genau das Problem liegt, muss ich in Code gehen und über hier diese Fehlerzeile. Aha. Und dann weiß ich, weil ich Camel kenne, hier rufe ich setHeader auf und Java kenne. Das interpretiert er als Variable, aber bei setHeader wollen wir eigentlich ein String haben. Da müssen die Anführungszeichen noch außenrum und dann funktioniert das und dann müsste hier wieder dann entsprechend reingehen und das Ganze anpassen und die Hochkommas hier außenrum setzen, speichern und dann sollte das funktionieren. So. Und man sieht, man braucht Java-Kenntnisse, obwohl man nicht direkt in Java programmiert. Man braucht Camel-Kenntnisse, man braucht sogar recht gute Java- und Camel-Kenntnisse und man braucht dann so ein bisschen detektivische Spürsinn, um hier die Fehler beseitigen zu können, um hier weiterzukommen. Also, ich habe zwar die grafische Oberfläche, ich kann es zusammenklicken, aber ja, es ist ganz schön, wie gesagt, hier anzugucken. Wir können es auch ziemlich komfortabel, ja, diese Verbindungen machen. Das können wir auch mal gleich tun. Aber ich komme absolut nicht weiter, wenn ich keine Camel-Kenntnisse habe und wenn ich keine Java-Kenntnisse habe. Also ohne ist man hier recht schnell auch aufgeschmissen. Da sieht man hier auch, hier greife ich auf JMS zu, aber ich muss hier dann trotzdem entsprechend eine Connection Factory konfigurieren und ich muss auch eine Bibliothek hinzufügen, wo er diese Connection Factory findet. Also ich bin dann doch relativ stark an der Java-Plattform dran, obwohl das hier zunächst mal den Eindruck vermittelt, dass ich einfach nur die Routen grafisch zusammensetzen kann. Ja, was habe ich hier an Möglichkeiten? Was bietet man hier alles? Also ich habe hier im ESB nur eine relativ eingeschränkte Menge an Paddern, die ich einsetzen kann, an Komponenten, die ich einsetzen kann. Also ich sehe hier zum Beispiel was für die Fehlerbehandlung, Messaging. Da seht ihr jetzt zum Beispiel eine File-Komponente, eine JMS-Komponente für die Java, fürs Java Messaging. Ja, viel mehr habt ihr hier nicht. Es sind relativ wenig Komponenten. Verschiedene, eine Log-Komponente, ja. Was haben wir hier? Prozessoren, ziemlich nützlich. Hier der Java DSL-Prozessor, den habe ich auch verwendet hier, um XSLT aufzurufen. Also das war ein Riesending, bis ich die XSLT-Transformation da habe. Wenn ihr Talent nehmt, nehmt vielleicht kein XSLT, nehmt den Talent Mapper, den ihr drüben auch wieder nicht im ESB findet, sondern im Talent Studio für die Integration. Dort findet ihr eine Mapper-Komponente und mit der könnt ihr so einigermaßen komfortablen Mapping definieren. Aber wenn ihr ein XSLT aufrufen wollt, das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Also, wenn ihr das hier in so einem Job machen wollt, da gibt es auch eine XSLT-Komponente. Ich suche die mal XSLT.
der HDD und ich ziehe die jetzt mal rein und gehe aufs Konfigurieren und dann seht ihr, ihr müsst von der Datei die Eingabe lesen und ihr müsst in eine Datei die Ausgabe schreiben und ein XSLT-Stylesheet angeben. Ihr könnt hier nicht vom Strom schreiben, ihr könnt das nicht isolieren und wenn er das hier so macht, da kann ich euch garantieren, wenn er das nach Rudi macht, die auf HTTP reagiert, da baut er was zur Laufzeit ganz komische Effekte haben kann, weil vielleicht die eine Route reinschreibt und die andere die Datei rausliest und das nicht richtig isoliert wird. Also das hier ist eigentlich gar nichts. Also hier könnt ihr die XSLT-Route nicht wirklich verwenden. Weil man es nicht so richtig trennen kann. Haben auch viele bemängelt. Da findet man auch viele Posts im Internet dazu. Was ihr nehmen solltet, wäre dann hier den Mapper, den wir hier bei Transformation irgendwo finden. Ja, Verarbeitung haben wir es hier. T-Map, das ist er. Und da könnt ihr dann hier drin mappen, könnten Baumstruktur aufziehen, die Sache nach rechts und links ziehen und so weiter. Geht schon recht gut. Okay, ich schmeiß beides hier nochmal raus. Da ja eigentlich der Talent ESB hier das Thema ist und nicht ja hier das ein anderes Talent-Produkt. Also ich verliere da ziemlich schnell den Überblick, was es da alles von Talent gibt und wie die sie im Einzelnen abgrenze. Weil so was aussieht, habe ich ja im Talent-Studio erstmal alles zur Verfügung. Ja, wie habe ich dann trotzdem das XSLT gelöst? Hier drin mit einem Trick. Und zwar, das hier ist keine XSLT-Komponente, auch wenn sie so aussieht. Ihr seht es hier unten. Das ist ein Java DSL-Prozessor und hier könnt ihr von Hand Camel-Code reinschreiben, so wie man Camel programmieren könnte. Was Talent hier unheimlich schön gemacht hat, ist, dass hier drin auch die Mittel von Eclipse gehen, funktionieren. Also das ist ein richtiger Java-Editor und ihr könnt hier eure Route einfach so zusammenschreiben. To, und jetzt könntet ihr zum Beispiel einen Splitter einsetzen und da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Splitter, Create Expression könnte ich jetzt nehmen. Ja, Matches und so weiter. Und kann hier Low-Level Camel programmieren. Und das habe ich auch gemacht hier oben mit einem Einzeiler. Ich habe ein To, XSLT-Komponente. Gib an, wo mein XSLT liegt. Hier habe ich einen absoluten Pfad angegeben. Ist natürlich auch unschön. Und da findet er mal jetzt mein Stylesheet. Aber was jetzt besser ist, wie wenn ich es mit der eingebauten XSLT-Komponente gemacht hätte, ich muss jetzt nicht erst meine Eingabe in die Datei schreiben und dann aus einer Datei rauslesen und habe dann diese Synchronisierungsprobleme, sondern der Strom wird hier reingeschrieben und wird hier rausgelesen. Das ist dann ein bisschen schöner. Ja, also, ja, Moment, ich wollte ja noch zeigen, wie ich hier die Komponenten hier so zusammensetze. Ich mache vielleicht hier nochmal einen Logging-Schritt rein und ich setze den dazwischen. Da kann ich einfach hier den Datenfluss rüberziehen, rechte Maustaste drauf, Zeile, Route, Klick rein und führe das Ganze hier oben fort. Geht ganz schön. Allerdings muss ich natürlich in jedem Schritt überall auch nochmal sagen, welche Daten ich da jeweils aus meiner In-Out-Struktur rauslese. Und ich muss natürlich auch wissen, diese In-Out-Strukturen, das kommt vom Camel. Und ohne Camel-Wissen bin ich hier absolut verloren. Ja, so viel mal zum Talent ESB. Also als Fazit, schöne Oberfläche, schöne Editor, schöne Integration, um es zu deployen, um es zu testen. Die Seite vom, nicht die Route, sondern die Jobs. Hier kann ich ziemlich viel machen. Hier komme ich auch relativ weit, ohne programmieren zu können, obwohl man es dann da auch immer mal wieder hilft, hier in Code reinzugehen, durch den Code durchzugehen und den Fehler im Code zu finden. Also ich würde mal sagen, einer, der hier nicht Java programmieren kann, ist hier auch auf verlorenem Posten. Hier allerdings absolut bei den Routen beim Talent ESB. Auch dort solltet ihr Java und auch Camel können, wenn ihr dort produktiv sein wollt. Und
dann müsst ihr selber entscheiden, ob das noch ein Mehrwert ist, dass er dann das Teller, ich sag mal, Korsett außenrum noch hat, das euch so ein bisschen rumschnürt. Allerdings ist Entwicklung nur ein Aspekt, weitere Aspekte sind natürlich auch Betrieb. Okay, so viel dazu mal. Ja, wer wissen möchte, wie das Ganze, die Route, das, was wir hier aufgebaut haben, mit dem Mule-ESB aussieht, der bleibt einfach dran. Ja, und dann habe ich noch mal eine Sache, wer das selber ausprobieren möchte und sich anschauen möchte, der kann hier mal, ich schreibe es auch in die Kommentare, auf GitHub gehen. Und in GitHub habe ich hier bei uns unter der Firma Predicate Vacation Camel das Camel-Projekt liegen. Ich habe hier aber auch das Talent-Projekt eingecheckt. Ihr könnt es euch einfach runterladen. Vielleicht auch, wenn es jemand sieht, der sich mit dem Talent ganz fit ist und sieht, was man hier besser machen könnte, wie man vielleicht XSLT schöner aufrufen könnte. Vielleicht, wie man auch dieses JSON to XML machen könnte, ohne den Job aufzurufen und ohne Krücke. Der kann hier einfach mal einen Pull-Request einstellen und dann werde ich das übernehmen und auch hier auf meinem YouTube-Kanal darüber berichten. Ja, das war's soweit. Wer Fragen hat, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wer da nochmal irgendwas Spezielles sehen möchte, auch einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.